Ja, einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Ella und Louis in Mannheim. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind und nach wie vor, wie immer, schön, dass Sie unser Online-Angebot so rege wahrnehmen und damit die Künstlerinnen und Künstler unterstützen in diesen doch herausfordernden Zeiten. Ja, Sie dürfen sich heute auf eine ganz tolle Frau freuen und diese tolle Frau hat alles richtig gemacht. Sie hat nochmal drei tolle Männer dazu genommen, ihre Backing-Band Jazz à la Flut. Der Name ist Programm. Wir freuen uns sehr, dass sie unserer Einladung gefolgt ist. Sie hat natürlich eine aktuelle CD in petto und wie immer auch hier der Hinweis, wenn Sie Künstlerinnen und Künstler unterstützen wollen, außer Tickets für Online-Konzerte zu kaufen, kaufen Sie CDs direkt bei den Künstlern auf den Homepages. Das ist die direkteste Hilfe, die Sie leisten können. Insofern, wenn es Ihnen gefallen hat, dann scheuen Sie sich nicht, auch noch eine CD zu kaufen. Selbst wenn Sie keinen CD-Spieler mehr haben sollten, ist egal. Die Isabel unterschreibt Sie bestimmt sehr gerne. Gut, ich will Ihnen die Herren zumindest schon mal jetzt vorstellen und freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Wir fangen mal mit dem Mann an der Hammond-Orgel an aus Freiburg. Thomas Bauser, herzlich willkommen. Thomas Bauser. Stimmung. Aus Tübingen am Schlagzeug. Lars Binder. Na, ihr dürft gerne ein bisschen Stimmung machen. Aus Stuttgart an der Gitarre. Lorenzo Petrocca. Herzlich willkommen. Und last but not least, Sie hören sie schon, sie ist schon, freut sich sehr. Wir freuen uns, dass du da bist. Isabel Bodensee mit Jazz à la Flut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und haben Sie einen schönen Abend und viel Spaß. Viel Spaß mit dir. Ja. Mit dir. Thank you.
Thank you.
Juhu, wir sind da, Jazz à la Flut. Hallo und Salü ins World Wide Web und auch hier auf die Bühne zu meinen Kollegen und den zwei, drei Leuten hier in diesem Club. Es ist etwas einsam, aber ich bin so froh, dass ich wieder spielen darf. Das ist mir gerade egal. Hauptsache, Sie sind da und ihr seid da. Ich freue mich total. Und kündige gleich das erste Stück an, das wir gespielt haben. Das war von Joe Henderson, Jeering Kisha. Und das bedeutet so viel, das ist wohl eine dämonische chinesische Karte. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen, sagen wir mal so. Ein Stück von Joe Henderson und Benny Goldson. Der hat über ihn gesagt, Joe had one foot in the present, the other in the future, and he was just a step away from immortality. Wünsche ich uns übrigens auch, dass wir unsterblich sind. Was haltet ihr davon? Gute Idee, oder? Das war das erste Stück. Und die zweite Nummer ist eine Komposition von mir. Ich schreibe gerne Stücken zu Sprichwörtern. Und dieses Sprichwort lautet, it's a piece of cake. Das heißt so viel, na komm, war doch bloß ein Stück Kuchen, ein Stück Sahnetorte, ist schnell verspeist, aber... Man hat natürlich vorher Bedenken gehabt, Sorgen gehabt. Und die haben sich einfach aufgelöst in Wohlgefallen. Ja, so ähnlich wie bei uns jetzt. Ne? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Es war Stress, es war Action, es war nicht schön. So fängt das Stück auch an, so ein bisschen nervös. Aber die gute Botschaft kommt, und es passt auch zum heutigen Tag, wo wir uns hier wiedersehen. Das Stück geht über in einen schönen, dynamischen, optimistischen Samba. Und ich würde sagen, das bringen wir jetzt nach draußen zum Publikum und wünschen euch viel Spaß mit It's a Piece of Cake. Thank you.
Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen Eindruck vermitteln, wie es wieder werden wird. Was hofft ihr, was denkt ihr so? Ich glaube, Herbst? Vorher? Lorenzo meint 2028. Nein, bitte nicht Lorenzo. Das wäre ganz schlimm. Also, wir hoffen, wir konnten Ihnen ein bisschen was in Ihr Wohnzimmer bringen oder wo Sie, vielleicht fahren Sie auch gerade Auto und gucken dabei so nebenher. Okay, das darf man nicht, gell? Okay, ich habe es schon gemacht, ich gebe es ehrlich so. Das nächste Stück ist von einem anderen Bandmitglied hier und dabei stelle ich mal die Band aber auch vor. Das darf man nicht vergessen. Thomas Bauser aus Freiburg. Klatschen Sie einfach, wir merken das, ob Sie es tun. Wenn Sie es nicht tun, das merken wir auch. Wollte ich nur sagen, ich spüre das. Lars Binder aus Tübingen. Schön macht ihr das. Lorenzo Petrocca aus Filderstadt. Von ihm kommt auch dieses besagte Stück, was wir jetzt spielen wollen. Du hast auch ein quasi Sprichwort oder Satz zugrunde genommen, und zwar just for fun, aber du hast just for funky draus gemacht. Von Lorenzo Petrocca. Thank you.
Das letzte Wort hatte Lars, und Lars, es ist völlig in Ordnung. Ich liebe dich dafür, dass du hier bei uns mitspielst. Dann darf der Lars gerne das letzte Wort haben. Sie kennen das, manchmal muss man einfach jemandem das letzte Wort sagen. Das ist einfach nur intelligent. Oh, jetzt wird es ein bisschen nostalgisch. Ja, Lars. Obwohl ich nicht deine Ehefrau bin. Etwas nostalgisch. Ein Stück, das ich auch schon vor 2, 3 Jahren gespielt habe. Wir dürfen ja Werbung machen, ist auf unserer Platte drauf. Mrs. Bo's Cookbook. Mrs. Bo bin ich. Ja. Wir kochen hier so manche Gerichte. Das kommt schon vor. Und diese Nummer hat mit Abschiedsstimmung etwas zu tun. Hätte ich allerdings letztes Jahr am 30. Januar, Jungs, war das, geahnt, als ich gesagt habe, à bientôt, auf Französisch, was so viel heißt wie bis bald, wo man ja schon weiß, naja, so der, es ist ein Risiko darin geborgen, dass es ein bisschen dauern könnte. Aber dass es über ein Jahr dauert, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich bin so froh, dass ihr noch spielen könnt, dass du im Viervierteltakt noch kannst. Thomas, Tasten. Ich habe die Flöte persönlich heute Morgen zum ersten Mal wieder ausgepackt. Und ich war ein bisschen erleichtert, dass noch ein Ton rauskommt. Nach über einem Jahr. Aber jetzt gehen wir in diese Stimmung von diesen Jazz-Waltz. Ein bisschen nachdenklich, weil tatsächlich,
Wir wissen nicht, wann wir uns wiedersehen. Aber ich bin guter Dinge, dass nächstes Mal hier alles voll ist mit Menschen. A bientôt.
Ja, so hat sich das angefühlt letztes Jahr, als es dann so ruhig wurde im Leben. Für uns Musiker auf jeden Fall. Aber jetzt wieder ein Energiekick. Sind Sie bereit für einen Shot oder zwei? Dieses Stück. Ein neuer, genau. Wir haben einen prima Impfstoff für Sie. Aber der ist nicht beliebt, das sage ich Ihnen gleich, weil dieses Stück möchte niemand spielen, außer uns. Und noch damals, ein Musiker hat es gespielt. Das sind die einzigen zwei Aufnahmen, die es gibt, von denen und von uns. Warum? Das Stück heißt Flutsong. Und welcher Saxophonist, Trompeter würde einen Flutsong spielen? Nein, kann nur eine Flötistin spielen. Flötistin, nicht Flötist, Flötist. Und George Benson und Joe Farrell haben es damals auch getan. Unser großes Glück ist, niemand sonst auf der Welt spielt dieses Stück. Wir lieben es, es ist eine tolle Nummer. Und Sie werden sehen, das ist der beste Impfstoff, den Sie zurzeit finden können. Nebenwirkung ist nur Adrenalin im positiven Sinne. Das Immunsystem fährt hoch, Sie können sich gar nicht mehr anstecken. Ich würde sagen, wir beweisen das jetzt mal. Thank you.
Thank you.
Ich hatte leichte Nebenwirkungen. Mir sind die Gäule ein bisschen durchgegangen. Ich habe auch gehört von manchen, die sagen, es kommt so eine innere Hitze. Aber das glaube ich, lag an euch, dass ihr hier seid. Das war der Flutsong, den keiner spielen möchte. Gott sei Dank bin ich die Einzige, die dieses Stück auf der Welt genießen darf, mit euch zusammen, sonst niemand. Wir kommen zu einem anderen großartigen Komponisten, den bestimmt Lorenzo sehr, sehr schätzt. Wir spielen ein Stück von Pat Martino, Lorenzo, das haben wir zusammen mal ausgesucht. Und das ist das schöne One for Rose. Viel Spaß damit. Thank you.
Dafür, dass du die Gitarre erst gestern mit in die Hand genommen hast, Lorenzo, finde ich es schon schwer in Ordnung. Also wir wollen mal nicht so anspruchsvoll sein. Ja, so langsam nach diesem Energiekick mit Mrs. Bo's Cookbook fädle ich so langsam die letzten Worte ein, glaube ich. Habe ich das richtig gesehen? Oh ja. Ja, seid ihr auch traurig? Jetzt sehen wir uns wieder ein ganzes Jahr nicht. Thomas, können wir nächstes Jahr zum nächsten Livestream kommen? Sonst gehen wir ein. Ja, Sie da draußen, alle, die Sie da sitzen, schauen Sie mir mal ganz tief in die Augen. Ich habe eine Bitte an Sie. Unterstützen Sie uns. Wie Thomas sagte, auch wenn Sie gar keine CD kaufen, nehmen Sie sie als Tischuntersetzer fürs Weinglas oder so, ist auch in Ordnung. Ich schicke sie Ihnen trotzdem, auch wenn ich weiß, dass Sie sie gar nicht hören werden. Gehen Sie einfach auf meine Homepage www.isabellbodensee.de, Isabelle mit zwei L und E, wegen der französischen Ader, und Bodensee, aber nicht der da, ne? Nicht der da unten, der See, sondern Bodensee, also ich sehe den Boden. Manche sagen, ich würde den Glas vom Boden nicht sehen, oder gibt es noch so einen blöden Spruch, wenn sie, ja, irgendwie, aber es ist, hat irgendwie mit Versoffensein zu tun. Ja, ich bin aber nicht mit Alkohol verfallen in Corona, ich habe es gerade nochmal geschafft, auch ohne. Jedenfalls wollen wir so langsam Tschüss sagen. Ich möchte die Band natürlich noch mal vorstellen, Ihnen vorstellen zu Hause. Der Thomas Bauser an der Wahnsinns-Hammond-Orgel. Juhu! Küsschen, Thomas. Unerlaubt, unerlaubt. Ach, du spielst so schön. Thomas ist ja
Vater geworden und hat eine schwere Corona-Zeit gehabt, glaube ich, ohne Großeltern, ohne alles Mögliche. Ich bin froh, dass du überhaupt hier bist heute. Und der Lars, dem ging es ganz gut daheim, glaube ich. Der war eigentlich nie unglücklich, als ich mit ihm gesprochen habe. Gucken Sie sich das mal an. Ein Musiker, der sich freut. Ne? Lars Binder aus Tübingen. Er spielt heimlich im Keller, hast du gespielt die ganze Zeit, echt? Ach so, du hast das so überbrückt. Gut, und natürlich Lorenzo Petrocca, unser Italiener hier in der Band aus Filderstadt. Vorsicht, Vorsicht, nicht mit Lorenzo anlegen, auch nicht online. Keine gute Idee, Sie wissen ja die Verbindungen nach Italien und ratzfatz ist jemand bei Ihnen zu Hause. Also kommen Sie auf www.isabelbodensee.de. Ich will mich natürlich noch bedanken beim Thomas Siffling für diese tolle Einladung ins Ella und Louise. Also ich fand es okay, hier zu spielen. Ich habe sie gespürt, ich habe ihre Blicke gespürt. Ich hoffe, es saß alles gut. Meine Frisur ist leider nicht richtig top. Sie wissen warum. Auch ich konnte, ja? Die einzigartige, unfassbare, unbezahlbare, omnipotente, majestätische Isabel Bodensee. Danke, Lorenzo. Jetzt hast du mich rausgebracht, habe ich schon Danke gesagt, ja, an Ella Louise, das war ganz wichtig. Natürlich an Ton und Technik, die wahnsinnig vielen Leute, die hier Backstage unser Catering gemacht haben und so weiter. Nein, Sie wissen, wir sind gerade ein bisschen einsam hier, aber wir haben es gut hingekriegt, finde ich. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und wir kommen zu einem tollen letzten Stück, auch ganz aktuellem Anlass, aber ich möchte gerne kurz was dazu erzählen. Damals in meinem Orchestermusikstudium, ich komme natürlich von der Klassik. Ja, bei Flöte passiert das halt nun mal so. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich habe es nicht lange ausgehalten, denn diese Notenleserei von morgens bis abends und genau das, was da steht immer, das ist irgendwie nicht wirklich lustig, vor allem nicht dann, wenn man nicht die erste Flötistin bei den Berlinern wird und das war eigentlich mein Ziel und das war dann schwer zu erreichen, dachte ich, nee, dann lasse ich es lieber ganz. Ne? Und da flatterte mir die Musik über den Tisch oder über das Notenpult von Chick Corea. Chick Corea, der ja dramatischerweise, also für mein Empfinden, völlig plötzlich gestorben ist. Ne? Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, Touren waren auch noch geplant. Seine Musik ist wie die Musik von nicht vielen Jazzmusikern, die Musik schreiben, tatsächlich flötentauglich. Es gibt noch einen Menschen, das ist Bill Evans. Bill Evans schreibt auch so Stücke. Irgendwann dachte ich, komisch, wieso sind die alle so flötentauglich? Habe in seinem Lebenslauf nachgesehen und gesehen, der hat mal Querflöte studiert. Ne? Chick Corea hat, glaube ich, keine Querflöte studiert, aber er hat eben Flöte anscheinend geliebt und deswegen sind seine Kompositionen für Flöte einfach ganz, ganz, ganz toll. Und wir haben ein Stück rausgesucht, auch für Lorenzo. Ne? Und zwar das Stück Sicily mit italienischem Anklang sozusagen. Und mit diesem Powerstück, mit dieser tollen Komposition von Chick Corea, auch in Gedenken an Chick Corea, den ich sehr, 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 sehr schätze für seine tollen Stücke, die er geschrieben hat. Er ist mit einer der Gründe, warum ich dann vom Mozart-Gedo-Konzert ja, so fließend übergegangen bin in die Jazz und in die Improvisation. Ich möchte Danke sagen und Tschüss. Wir sind Jazz à la Flute presents Mrs. Bo's Cookbook. Ich sage Ihnen Tschüss. Verfolgen Sie uns. Sie wissen ja, wo das geht. Instagram und Facebook und so weiter. Und ich wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz tollen Abend und schönes Wochenende. Thank you.
Thank you.